Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Waselmap. Ja, wir sind hier an unserem Hof und ja, da wir eben ja letztes Mal verpasst haben, rechtzeitig den Ballenladewagen zu organisieren, müssen wir jetzt eben bis morgen warten. Und so lange werden wir uns eben um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel werden wir jetzt mal ein bisschen Gras mähen. Ich hoffe mal, der Traktor kommt mit dem Gewicht und der hat genug Leistung, um das Feld zu mähen. Weil eigentlich ist der jetzt nicht so stark ausgelegt. Aber ich hoffe mal, dass es reicht. Können wir eigentlich schon hier anfangen, oder? Ja, klar. Warum soll man denn erst da hinten anfangen? Wenn es hier auch schon Gras gibt. So. Gut. Absetzen. Absetzen, anschalten. Dann fahren wir ein Stück vor und dann schalten wir hinten noch an. Ja, es funktioniert. Scheint genug Leistung zu haben. So, wir werden jetzt einfach mal dann ein bisschen das Silo füllen, glaube ich. Oder ich mache daraus auch Ballen. Muss ich mir mal noch überlegen. Dann war es aber ziemlich unklug, den Ballenwagen, die Ballenpresse jetzt schon wieder zurückzugeben. Beziehungsweise in der letzten Folge. Ja, da haben wir dann einen guten Fail gelandet. Naja, schauen wir mal. Wir haben ja soweit alles gekauft, Ballenpresse leider noch nicht. Das sollten wir unbedingt eigentlich machen, weil die Ballenpresse kostet 100.000, 102.000. Hat aber eigentlich, ist gut zu benutzen, sage ich jetzt mal. Und braucht man eigentlich auch immer. Aber jetzt bemähen wir erstmal auf jeden Fall dieses Feld und vielleicht auch noch ein anderes. Es gibt ja noch ein paar Wiesen, die wir einfach so aus der Gemeinde raus benutzen dürfen. So, aber ich denke, ich hau hier mal jetzt eine Timelapse rein und wir sehen uns später wieder. We'll be right back.
So, wir haben genug gemäht. Das sollte erstmal reichen. Und dann fahren wir jetzt mal wieder nach Hause. Zwei Felder oder zwei Wiesen haben wir fertig. Wir fahren jetzt nach Hause und holen den Schwader. Und dann werden die Felder noch geschwadet. Oh, sorry. Tut mir leid. Naja, enge Straße hier. Ja, Feld wird geschwadet und dann wird man es einfach mal aufladen. Und ins Silo legen. Ups. Hier übrigens, das ist noch eine interessante Sache. Hier haben wir noch Gewächshäuser und alles Mögliche. Was wir aber im Moment noch gar nicht so wirklich bewirtschaften können. Weil einfach, ja, wir zum Beispiel noch keinen Mist haben. Wasser hätten wir. Und ein Wasserfass haben wir auch noch nicht. Nee, haben wir auch noch nicht. Aber wir können das dann auch bald bewirtschaften. Hoffe ich zumindest. So, wir nehmen diese Einfahrt. Dann müssen wir nämlich nicht durch den Kreisel fahren. Schwader. Ah, wir haben gar nicht den großen, wir haben den kleineren. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Ist ja egal. Hauptsache, wir können was wegschaffen damit. So, wir fahren jetzt hier mal schon rein. Ich hoffe mal, dass ich genug sehe jetzt heute Nacht. Oder, ja, weiß nicht. Oder wir machen eine Pause und gehen schlafen. Ich probiere es erstmal. Müsste eigentlich schon so weit gehen. Später irgendwann natürlich holen wir uns den großen Schwader, den mit den vier Schwadarmen. Der ist natürlich auch wieder recht fett von der Maschinerie her. Ja, aber den brauchen wir jetzt eben noch nicht. Der hier reicht erstmal. Und auch hier haue ich euch eine kleine Timelapse rein, weil es einfach angenehmer ist für euch zuzuschauen. Bis gleich.
Da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt alles mitgekriegt. Und was ich auch hoffe, ist, dass ich alles lose Gras geschwadert habe. Ziemlich dunkel. Ich sehe nicht richtig, ob wirklich das ganze Gras weg war. Aber ich bin zuversichtlich. Aber das wird man auch erst in den nächsten Tagen sehen. Weil ich denke, jetzt müssten eigentlich unsere Felder auch bald soweit sein. Nee, noch nicht. Okay. Ist aber auch kein Problem. Genau. Ach so, den Ladewagen. Ja. Den Ballenladewagen. Der fehlt uns ja noch. Deshalb können wir Feld Nummer 6 ja nicht weiter bearbeiten. Aber ich würde sagen, ich bringe jetzt den Schwader nach Hause. Und dann mache ich doch Feierabend für heute. Weil es ist schon dunkel und irgendwie braucht man ja auch wenigstens ein bisschen Schlaf. Sonst passieren nämlich solche Fehler. Dass man eine Kurve nicht kriegt oder man schläft einfach auf dem Fahrersitz ein. Und darauf habe ich generell keine Lust. Und darum sehen wir uns dann im morgigen Tag wieder in-game. Und ja, das war's dann für heute. Eine deutlich kürzere Folge wie sonst. Ist halt nun mal heute so. Ich hoffe und ich denke, ihr kommt darüber hinweg. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da und besucht auch gerne mal meine anderen Videos. Inzwischen kommt ja auch wieder relativ regelmäßig Minecraft. Schaut einfach mal rein, vielleicht gefällt es euch auch. Und wenn ich den hier jetzt da reinkriege, wäre ich glücklich. Ne, warte mal. Ne, wir machen heute noch keinen Feierabend. Wir machen noch keinen Feierabend. Ich guck gerade mal was. Ja, doch, wir machen Feierabend, aber ich lade kurz noch den hier aus. Weil den Ladewagen hier, also nicht den Ballenladewagen, sondern den normalen Ladewagen, den wird man nächstes Mal brauchen. Und deshalb kippe ich das jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt... Oh, das Silo ist so riesig. Ich weiß gar nicht, ob ich Stroh überhaupt zum Gären bringen kann. Aber das könnte man eigentlich gucken. Wenn ich hier jetzt was reinkippe, müsste ich halt der Häckselstand verändern. So. Hier abladen. Nee. Oder? Hä? Hat er jetzt was abgeladen? Hallo. Warum lädt denn der nichts ab? Ist es blockiert? Der lädt immer. Ne, der lädt nichts ab. Der tut nur so. Der ist ein Betrüger, der tut nur so. Dann müssen wir das Zeug irgendwo anders hinkippen. Vielleicht. Ja, ich kipp's einfach mal hinten auf unseren Parkplatz. Oder hier hin. Hier hin ist eigentlich auch gut. Aber dann unters Dach.
gucken, ob der Rest auch noch rausgeht. Na komm schon. Okay. Gut. Hat ja geklappt. Liegt unterm Dach, kann also nicht nass werden. Ich gucke jetzt mal noch kurz in die Scheune rein. Ob das... Ja. Das ist doof, dass das jetzt hier das Stroh durchguckt. Aber naja, können wir nichts machen. Ist halt so. Ich bedanke mich bei euch wirklich, wie gesagt, recht herzlich dafür, dass ihr bei mir zuschaut, dass ihr meine Folgen verfolgt. Und ja, vielleicht auch für ein Abo, wenn ihr eins da lasst. Recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.